also wie das aussieht. Kann man ja nichts Gutes sein, oder wenn es hier so summt? Ja, viele fliegen. Aber wahrscheinlich durch den Eingang. Ich brauche mal deine Tasche. Ich muss zählen. Ich kann ja nicht die ganze Zeit so in der Hand halten, Schatz. Was ist denn das hier? Dann mach mal hier rein. Ne? Ja, die Batterie ist eingegangen. Wie geht denn das denn dann? Hier neben. Ach, da muss ich auf den Knopf drücken für der Herz. Ja. Das ist voll an. Und dann hast du hier auch noch, wenn du dreimal drauf drückst, hast du hier, Vorsicht, ich explodiere gleich. Ja. Und dann ist es aus. Also zweimal drauf drücken ist... Ja, hier ist einfach so, ach, da kannst du aber auch nicht allzu viel was mit sehen hier. Das ist so ein Lagerraum, ist das hier. Mhm. Ja, hier vorne ist ein, ist das hier? Ja, hier muss man reinleuchten. Wo ist die große Taschenlampe? Hier. Ach, das ist ja aber alles ledig, du. Mhm. Ah, hier hängt schon eine Glühbirne. Vorsicht. Hier, das war der Generatorraum. Mhm. Siehst du das? Mhm. Hier sind die Fundamente. Da. Und da oben ist der Abzug gewesen. Mhm. Da haben wir dann wohl gleich rausgemacht hier, ne? Ja, kann man gut sehen. Ist das? Ja. Hier, guck, hier hängt das dann, die Elektroversorgung. Mhm. Ne? Ja, das ist auch ein bisschen lassen. Na, komm, ich komme mit dem Kopf an, diese Scheißlampe da. Das ist ja echt ein... Na, komm, mit bei schon. Kannst du selbst herkommen mit deinem Knuschelmeiger. Und dann geht's los. Hier ist auch, das sind einfach so Lagerräume hier, ne? Da kann man ja was sehen. Ja, hier ist nichts mehr drin. Nee. Zum Mitnehmen ist hier nichts mehr. Also die Taschenlampe, die gibt gleich einen Geist. Welche? Da, ich habe kleine. Neue Batterien reingemacht. Siehst du was, Schatz? Ja, ich bin hier aufs Display gucke, sehe ich was, ja. Ansonsten folge ich einfach mal. Bist du hier? Das hier reinzumachen, das war schon eine ganz schöne Arbeit. Ja. Ich kann das alles rausholen. Schotter. Ja. Oh, jetzt kann man einmal, jetzt gehen wir mal hier hoch. Da rechts geht die Treppe hoch, ne? Da hinten geht eine hoch, ja, ja. Aber wir nehmen jetzt mal diese hier. Und hier geht auch eine hoch. Und diese hier mit dem Ausgucken. Mhm. Hier haben sie noch, guck, hier sind noch die Löcher. Wo sie gesprengt haben hier. Mhm. Siehst du das? Mhm. So, jetzt mal Schatz, pass auf, dass du nicht hinfällst. Ja. Ja, hier muss man aufpassen. Mhm. Pass auf, Schatz, wenn du auch wieder stellen. Hey, ja, ich sehe das. Danke. Eigentlich kann man sich hier... Ne? Sonst muss man sich hier nicht so arg bücken. Ja, die haben jetzt hier einmal die Beleuchtung durchgezogen. Ja. Und das Geländer haben sie ans Loch gemacht. Hier haben sie ein Geländer hingemacht. Achso, mal sonst runterfallen. Genau, das war dieses Loch. Das war sonst früher, wie ist das hier? Ja. Das war sonst früher offen. Ja. Da sind wir hier so dran vorbeigelaufen. Das war immer so das Gefährliche, ne? Oh ja. Da haben sie hier echt ein Geländer hingemacht. Das ist ja krass.
Richtig schon gearbeitet hier. Ja, ja. Oh. Jetzt habe ich dir aus dem Hintern gefilmt. Ja, das schneidest du dann bitte raus. Das muss man ja nicht unbedingt sehen. Kannst du ja auch hinter mir laufen? Nee. Hier waren überall Stahltüren drin, ne? Mhm. Die hat er da rausgebaut. Ah ja. Siehst du, hier ist noch Stahl drin. Das haben wir alles rausgemacht hier. Jessie, machst du mal Fotos dann? Ja. Geh mal durch. Ups. Oh ja. Mhm. Da war eine wirklich gute Sicht. Ja. Da kann man alles sehen. Die ganze Bucht, ne? Ja. Hier, und das war hier der Leitstand, verstehst du? Und dann gehen wir jetzt mal unten gucken gleich. Jetzt gehen wir mal hier runter. Kommt man hier auch noch wohin? Nö, ne, hier. Das ist auch Ausblick hier, ne? Da ist der Ausgang. Ach so. Das ist der eine Ausgang, es gibt noch einen Ausgang. Ah ja, okay, verstehe. Das ist eigentlich kein schweres, das zuzumachen. Also das letzte Mal war hier unten ein totes Schaf. Ja, das haben sie auch weggemacht. Ja, das lag hier drin, ne? Da steht noch, 1945, da. Hier, siehst du, hier war jetzt der Leitstand. Und da unten, wo die Häuser sind, da irgendwo, ich glaube da links davon, ja, da war die große Stafette. Mit der Kanone. Ja. Und dann haben die von hier oben dirigiert und haben gesagt, hier, jetzt musst du da hinschießen und so weiter und so fort. Jo, da waren hier waren die ganzen Schienen, die lagen hier, das kann man alles sehen. Aber das haben sie jetzt alles weggeräumt. Aber normalerweise müsste da unten ist auch noch ein Gebäude da. Vielleicht ist ja, das stimmt, da unten, das ist noch ein Stückchen weiter runter. Ja. Das siehst du am besten von draußen, wenn wir jetzt hier drauf gehen auf die Plattform. Ja, das sieht man denn vielleicht. Ja. Das ist kein Problem mehr. Da machen halt eine Rakete drauf und fertig. Dann fliegt die alles in die Luft. Aber früher haben wir ja noch keine Raketen. Na komm Schatz, wir gehen mal raus. Oben drauf. Und Alexander warst du ja hier auch schon drin, ne? Ja, ja. Das war hier alles noch schon Schuppe, da konnte man so schön drauflaufen. Da konnte man hier rauflaufen, das ist ja jetzt ein bisschen schwierig schon. Da kannst du vielleicht mal hier rechts gucken. Ja, mal gucken, wie das geht. Und hier war eigentlich alles so voll, dass man so richtig drauflaufen konnte. Hm. Also, war ja, ich muss hier eben hier hoch. Geht, ne? Ja. Bisschen Futterbad gehen? Da runtergehen konnte man ja auch, ne? Ja, ja. Da drauf. Ja, weil man konnte hier ganz rumgehen, Charlene. Ja. Wir sind von da gegangen, hier drauf dann. Ja. Du kannst hier jetzt runtergehen, das kannst du noch. Das bringt ja auch nicht so was. Alles,
alles geändert hier, alles. Das machen die, das ziehen die jetzt mit sich Touristen auf. Ja, was meinst du denn? Das ist eine richtige Führung. Fahren sie denn mit dem Bus hier oben hoch? Ja. Was denn? Wolltest du ein Foto machen? Nee, ich wollte hier mal gucken. Was ist denn mit dem Blitzlicht hier? Ja.